Ich begrüße euch wieder mit einem herzlichen Hallo und Grüß Gott hier aus der Green Door Garage. Heute Track Day. Eigentlich Regen angesagt, aber strahlender Sonnenschein und das macht natürlich richtig Laune. Also heute um 13 Uhr geht es drüben los. Am Programm ist Nissan Skyline RB25 Rollout Test. Der Harry da drüben, BMW 328i, wird gerade fertig gemacht. Neue Konfiguration. Vorne, was hast du denn jetzt oben? Die Medium Semis. Medium Semis, R5A Extreme Tires. Hinten Straßenreifen drauf, einfach ja, natürlich weniger Grip hinten. Turbogröße und ja, das Spannende, glaube ich, ist immer den Triple Fast Left-Hander quasi mit einem PS-schwachen Auto da herumzukommen. Ne? Und da haben wir eine gute Lösung, gell? Dafür. Ja, können wir mal herzeigen. Ne? Eine Lösung ist keine Leistung. Voll auf Strom. Aha, okay. Linker Fuß auf die Bremse. Left Foot Braken, ja, genau. Quasi so. Und unsere Alternative, unsere Turbo-Unterstützung, manche nennen es NOS. Mhm. Ah, und da spritzt schon. Aha, da war wieder mal wer ganz schlau, ne? Und wir haben uns da eine Bewässerungsanlage hinten reingebaut. Also man sieht es da. Man schaut einmal nach hinten, quasi zum Fluxkompensator. Und das geht aber eigentlich gar nicht verkehrt, gell? Das geht nicht verkehrt. Du musst halt viel gleichzeitig machen. Schalten, lenken, bremsen, einschalten, ausschalten. Na, einschalten, ausschalten, okay. Aber es funktioniert. Wir werden das heute wieder perfektionieren, hoffentlich. Sehr gut. Weil du hast ja erzählt, den Triple Fast Left-Hander muss bewässert fahren, damit du dort eben herumrutschen kannst, weil es ist eine relativ langgezogene Linkskurve und du verlierst einfach den Speed. Und wenn du hinten zu viel Grip hast, funktioniert das einfach nicht. Mit der Bewässerungsanlage nimmst du den Grip hinten von den Reifen weg, aber nach einem Infield und in der 90-Grad-Kurve hinten mit Bewässerungsanlage wieder viel zu rutschig. Das heißt, als Fahrer musst du dort hinten Left-Foot-Braken, voll am Gas stehen, mit der Fly-Off noch reinflicken und in diesem Zeitpunkt auch den Schalter von der Bewässerungsanlage wieder abdrehen. Wow! Ist geil, gell? Blinken braucht man nicht. Aber Blinken spart man sich, ja? Ich freue mich drauf. Okay, na sehr gut. Hast du eigentlich, jetzt, ich weiß gar nicht, ein Gaspedal das auch geschalten? Nein. Nicht? Also nur ein Ausschalter mit der Bewässerungsanlage. Okay, na, weil wir haben bei unseren anderen Driftschul-Fahrzeuge haben wir das auch bewässert, hinten die Semislicks, und haben das geschalten mit dem Gaspedal. Mhm. Sehr gut. Geil, na, ich bin schon gespannt. Schauen wir mal rein zu unseren RB25. Ah ja, und der Tom wird mit seinen Honda fahren. Hat er auch aufgezogen, einen super weichen W3 Semislick. Das fährt wie ein Slotcar, wie auf Schienen. Also Bremse braucht er überhaupt nicht. Hat er jetzt modifiziert aus Kamerafahrzeug oder möchte er noch modifizieren? Gestern, das ist wieder mal Tom. Ich glaube, hat er einen Ölmessstab rausgezogen, drüber gewischt, reingesteckt, rausgezogen. Und hat sich nichts geändert. 2,5 Liter Öl einmal nachgefüllt. Und da ist er schon mit den W3-Reifen gefahren. Das heißt, man kann sich dann eh vorstellen, bei dem Grip-Niveau, was passiert, wenn ich einfach schnell in die Kurve reinfahre, das Ding hat Grip, wo das Öl ist. Nämlich nicht mehr dort, wo er ansaugt am Schnorchel, sondern irgendwo auf der Seite. Aber er meint, na, das Öllamperl hat nicht geleuchtet. RB25 Nissan Skyline R33 ist ready, einsatzfähig, und das werden wir da drüben heute antesten im wunderschönen PS Racing Center. Quasi Rollout. Also Rollout ist ja mal 2-3 Runden einmal gemütlich warm fahren, schauen, ob alles dicht ist, und dann natürlich auch einmal auf Druck, in der Hoffnung, dass nichts davon fliegt. Und das Ganze machen wir dann da drüben im wunderschönen PS Racing Center. Und was auch richtig genial ist, unsere Sony ist gekommen. Die Vlogging Camera ZV1 von Sony. Und ich bin schon gespannt drauf. Heute aber auf jeden Fall werde ich dann noch mit dem Huawei P30 filmen, weil Never Touch a Running System. Also mit dem Huawei kenne ich mich jetzt momentan aus. Nicht, dass ich irgendetwas falsch mache und dann ist der ganze Tag natürlich unbrauchbar. Das wäre natürlich elend schade. Ich werde mich damit nächste Woche jedenfalls beschäftigen. Seid dann auf jeden Fall gespannt auf die neuen Bilder mit der ZV1. Bin auch schon sehr gespannt, was dieses Ding kann. Weißt du, was du da machst? Ja.
nicht so wirklich. Ah, sind wir schon zwei. Schüttelpumpe, der beste Freund im Motorsport. Einfach ohne Strom, ohne irgendwas, einmal geschüttelt und schon wird gedampft. Und Harry, wie schaut's aus? Die Ruhe vom Sturm. Bist du nervös? Ich sage immer, Driften ist wie Tanzen. Ne? Und wenn ein Tanzpartner einen Holzfuß hat und der andere nicht, dann funktioniert das nicht. Ne? Also da wäre der Holzbein. Zwei Holzbeine, ja, eins links, eins rechts. Wenn zwei Tanzpartner natürlich einen Holzfuß haben, dann harmoniert das wieder. Dann schaut das super aus. Aber die Extreme Tires vorne kommen schon sehr porno, muss ich sagen. Also wie das da raussteht. Schaut schon sehr sexy aus, muss ich sagen. So, also gerade zurück vom Drivers Briefing. Nichts Spektakuläres. Halbe Stunde ist Linie und eine halbe Stunde ist Drift. So, jetzt sitze ich in Thomson Honda mit satte 90 PS, aber mit Supersoft Semi-Slicks rundherum. Das möchte ich mir jetzt einmal geben, wie sich das fährt. Und ich muss auch zugeben, ich bin ein furchtbar schlechter Beifahrer. Es kann sein, dass ich da am Trittbrett da unten relativ viel mitbremsen werde. Es ist nicht auszuhalten, wie viel Spaß und Freude man mit 90 PS haben kann, okay, und mit einem Auto, das einfach klebt auf der Straße. Das fährt sich fantastisch. Also, oder? Alleine nur, wenn ich Beifahrer bin, aber das fährt sich wie ein Slotcar. Okay, Tom, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich bin durch. Aber ist geil, oder? Es ist absolut, es ist richtig geil. Das ist nichts, so, was sagt, das ist jetzt auch. Ah, es ist, muss ich sagen, ja, da filmen und. Was? Magst du fahren? Eine Runde fahren? Machen wir einen Wechsel? Ja, das sage ich nicht nein. Jetzt verschieren wir die Kisten. Was, aber nicht verschieren? Nein, habe ich verschieren gesagt. Und? Es ist lustig, es ist richtig cool, also wie sich das Reindrehen anfängt, ja, mit dem Lastwechsel. Die Lenkung ist ein bisschen einfach so wie ein Internet mit einem Lag. Also, ja, du musst schon sehr früh einlenken an den Punkt, wo du hin möchtest eigentlich. Also es war jetzt extrem gewöhnungsbedürftig. Aber was richtig geil war, wenn du in der Kurve leicht bremsen anfängst. Ja, das Heck stellt sich in die Richtung und wenn die Richtung passt, dann bam, Gas wieder drauf. Und dich zieht es richtig raus aus dieser Kurve nachher. Mhm. Ganz ein anderer Fahrstil, aber macht richtig Bock. Also es ist richtig überraschend, oder? Überraschend, sage ich einmal. Und geiler Motorsport. Auch relativ preiswert, sage ich einmal. Ne? Also ja, was brauchst du halt einfach einen Satz gute Reifen, ja? Ein Fahrwerk und presst da herum und das macht richtig Bock. Richtig gespannt wieder drauf auf meinen alten RB-Motor. 6-Zylinder, RB25, schauen wir mal, wie das funktioniert heute. Beendet. Schaut jetzt einmal gar nicht einmal so verkehrt aus, muss ich sagen. So, lieber Harry, und wie war jetzt dein Turn da draußen? Halbe Stunde, glaube ich, warst du mit den Reifen jetzt draußen, gell? Also die Bewässerungsanlage hat... Wir waren eine Viertelstunde draußen. Jeden Dienst geleistet. Richtig, um 20 Liter Wasserverbrauch, sparsam angewendet in den langen Kurven. Okay. Wo du den
3 Autofahrzeuge schon richtig gewinnen musst, mit langen Tief und im Dreier. Ja. Also die Startziel runter kriegt er jedes Mal 5 Klatschkicks. 5 Klatschkicks, jetzt Startziel runter. Ich war einmal hinter dir und ich habe es eh gesehen, ja, da hast du richtig gekämpft, aber es hat eigentlich für die Leistung, es fast trocken damit, eine relativ langgezogene Kurve, wo du viel Speed brauchst, aber eigentlich kein Speed aufbauen kannst. Hat schon nicht schlecht ausgeschaut, also, aber brav, ja. Das ist schon lustig. Es geht aufs Material, das müssen wir mal kurz checken. Irgendwas scheppert, glaube ich, gell? Ah ja, das ging aber nach Kardanwelle. Meine Finger sind da drin. Also mich jetzt eine Finger. Na so, na brav, ja. Ja, welcher Drifter kann schon entfahren, bitte? Ja, erklär mal das. Also, das wenn ist ja nicht von alleine quer geht, muss man quälen. Absolut, ich habe mir ja zusammenreißen müssen, schon in der Rollout-Lab, ja, da nicht einfach schon über den Häfen zu fahren. Aber ich musste die erste Runde mal hören und schauen, was tut das Auto, wie bremst das überhaupt? Richtig. Und dann ist wurscht. Die neuen Reifen, Video. Vorne, ja. Der Nassreifen auf der Vorderachse, ja. Braucht schon eine Temperatur. Okay. Gerade Medium, das braucht 2-3 Runden. Und wie ist er dann zum Fahren? Das nur, dann geht das relativ gut, ja. Geil. Das braucht. Also Grip vorne da. Grip ist aber ist auch super. Ja. Merkt man schon, dass der super weich ist, ja. Geil. Wo ist dein Oberfender? Wo hast du den lassen? Den musst du Wolfi einsammeln. Wolfi, bitte, wenn du den vorbeibringst, das wäre super am Ende des Tages. Schön, ja, deine Reifen schauen auch gut aus. Also das ist wirklich einmal... Ich hab's eh gesehen. Das war so ein Ei in der Mitte, wie ein Mopedradl. Also. Endlich hat er Strom und fährt quer. Ne? Am Gewebe, wenn ne? Wenn der Reifen am Ende ist, dann ist das richtig lustig. Du hast den Startziel runter, super fast, Left-Hander, alles durch, quer im dritten, ohne Wasser, ohne Bewässerung. Halt am Eisen, ne? Am Eisen, ja. Ja, Nissan macht auch wieder Spaß. Also wenn man die Ladedruckschläuche natürlich auch die Schellen festzieht, dann baut das auch Druck auf. Ne? Dann schiebt das auch wieder und macht Laune. Ja? Aber ich glaube, wir haben es eh probiert, den Chase Run, dass du mir einfach einmal hinten nachfährst und dass wir das irgendwie filmen. Also wenn du eine Einfahrrunde machst, dann kann ich hinten chasen, das geht. Das geht, aber dann, ich glaube, dann war es einfach aus. Dann in den Spiegel geschaut, denke mal, okay, sehe Smoke Wall, kein BMW mehr, weg warst, ne? Ja. Naja. Okay. Ja, man macht richtig Laune wieder. Traum heute wieder, ne? Das Wetter hält noch, es ist noch immer trocken. Geil, gell? Ja. Also, super geil, ja. Jetzt durchhalten, 1-2 Reifen haben wir noch, ansonsten hoffen wir, dass es regnet. Ja. Ansonsten hoffen wir, dass es regnet, dass wir mit den Rädern durchkommen. Ne? Ja, aber jetzt auch noch neue Westlake hinten drauf schmeißen. Schauen wir nochmal, dass wir ein paar Aufnahmen da zusammenkriegen. Heute hat sich's mal erledigt. Wieder mal das alte Thema, die gute Halbachse. Schon längst vergessen mit dem V8. Ja, Michi, was sagst du? Das kennen wir allzu gut. Oft genug, ja. Die geht. Also, die linke Seite geht. Ah, die rechte. Da hört man es. Hört sich aber nach Gelenk an. Wie schaut's aus bei dir? Also, bei mir ist die Halbachse durch. Ja? Ja, wieder mal. Das alte Thema. Kennen wir schon, ne? Meine Halbachse. Das heißt, das ist der falsche. Schade. Ja, wirklich schade, ja. Deswegen ist immer so schwierig, an einem so einen Tag ja auch leibende Bilder für euch nämlich da zu generieren, weil du weißt nie, wie lange hält das Auto, was passiert, verschiert sich irgendwer, kann alles passieren, ne? Mit dem Motor, du musst halt Klatsch kriegen, ne? Und wenn das Radl hinten einfach einen Grip aufbaut, dunk, aus und stehst gerade, ne? Aus, fertig. Du holst die Rate, fangst jetzt zum Tröpfeln an. Ja, vielleicht fahren wir mit der Rate noch eine Runde, wenn es regnen anfängt. Weil wenn wir die bewegen jetzt im Trockenen, ist sowieso aus, ne? Dann überholt mir die Hinterachse da. Du verlierst eine Lauffläche nach der anderen, meine oder? Meine guten Reifen habe ich alle verschossen.
da wieder so ein Riesenradl, das kämpft so richtig. Das schaut aus wie ein Ballonreifen. Hm? Das ist schon schwierig, das durchzuziehen. Aber du bist ja hinterhergefahren da. Ja. Ich glaube, das geht. Ja, den Superfast Left-Hander. Auf jeden Fall, ja. Halbwegs durchziehen, ja. Braucht eh auch ein bisschen, also das passt schon, ja. Einfach Left-Foot-Braking voll drauf, ne? Straßen-BMW. Ja. Herrlich. Herrlich. So, Haris erfahrt's, mit und ohne Wasser. Und 16 Zoll Radeln drauf. Sag einfach was dazu. So, mein Wasser. Er geht hübsch weg, ne? Ja, ja, ja. Zweier bleiben, Dreier. Bist eh schön am Hammer, ja? Hast du da das Wasser abtritt oder was? Nein, Dreier. Aber was tust du immer dumm drucken? Kommt schon mal. Ohne Wasser. Ohne Wasser jetzt, okay. Dann wird schon, ja, der Strom aus, schon. Ja. Ja. Also nicht einmal in Zweier oder Dreier gehört, ne? Okay. Aus. Ja. Den Körper drüber rufen, so Wasser aus, dann bitte hin. Ja. Dann brauchen wir aber wieder Wasser zum Wasser bekommen. Das ist raus der Dreh. Und wollt, Wasser. Ah, okay, ja. Und geht nicht. Aus, ne? Also mit den 16 Zoll nicht möglich, ne? Wahnsinn. Das hilft nicht. Ich bin jetzt mit dem Nissan einmal rübergefahren und habe ihn gleich einmal auf die Hebebühne geworfen und natürlich ganz klar, wie vermutet, man sieht da, die Halbachse natürlich wieder durch. Also das ist natürlich ein Leiden, das haben wir auch schon vorher gewusst. Also die GTS-D-Halbwellen, die halten überhaupt nicht diese Belastungen aus und schon gar nicht diesen Klatschkick. Ja, werden wir da auf jeden Fall nachbessern. Aber ich muss sagen auch, das Rollout, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, hat alles funktioniert, bis auf das eben zweimal der Ladedruckschlauch runtergegangen ist. Da muss man noch nachbessern und die Halbachse ist gerissen. Damit haben wir aber gerechnet, dass das passiert. Gut. Bisschen nachbessern und wird auf jeden Fall schon. Ich verabschiede mich heute von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch der Content gefällt, dann lasst uns ein Gefällt mir da. Und was natürlich der Oberhammer wäre, wie immer, teilt das Ganze. Das wäre echt richtig geil. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal.